Sonntag früh in Deutschland, 10 Uhr. Und was ist? Handy klingelt, da kriege ich so eine schwule Nachricht. Oh, 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 Roller Rolf, du brauchst nicht mehr kommen, meine Mofa rennt wieder. Finde ich auch geil, dass dir das jetzt schon einfällt. Da hätte ich doch auch in die Kirche gehen können, hätte ein kleines Stoßgebet sprechen können. Aber was habe ich gemacht? Ich habe für euch natürlich sofort den Roller, den ich gekauft habe, mir vorgenommen und ein Video gemacht. Guckt euch das mal bitte an. Wohne ich eigentlich an einer Autobahn, das ist ja ekelhaft. So, jetzt geht es natürlich wieder mal darum, Rollerschrauben macht geil. Und da ich letzte Zeit nicht geil war, weil ich keinen Roller hatte, werde ich natürlich Folgendes machen. Ich habe diesen Roller gekauft und den werde ich reparieren. Der hat mehrere Probleme, die ich euch alle zeige und die ich hoffentlich in den Griff kriege. So, das hat wieder alles nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ich kriege das vorne nicht ab, also bin ich zu Schritt 2 übergegangen, habe die ganze Verkleidung abgebaut, weil das muss ich natürlich wieder machen. Ganz klar, nicht die Zähne putzen, sondern alles ausgebaut, Schrauben schön in einen kleinen Behälter gelegt, damit wir die auch wiederfinden. Und immer das gleiche Problem, sind wir beigegangen und haben den Vergaser erstmal ausgebaut. Die ist ja eine schwule Arbeit. 1000 Schrauben lösen, alles abmachen und dann werde ich den sauber machen, wie sich das gehört. So, nicht, dass ihr denkt, ich bin von den gelben Engeln. Und so, weil hier so viele Autos langfahren, wenn, dann bin ich ein grüner Engel. Mein Name ist auch Krasshüpfer. So, also die Karre sieht jetzt ziemlich übel aus, wo alles abgebaut ist. Ganz zu schweigen davon, dass mein Kaffee kalt geworden ist, mein Bier warm und ich ansonsten eine Krise hier langsam kriege wegen den vielen Autos. Jetzt geht auch noch die Glocke an. Ihr seht, ich habe hier alles abgebaut. Benzinschlauch, Luftfilter habe ich abgemacht, Rücklicht. All das musste ich abmachen, um diese Verkleidung zu kriegen. Und natürlich auch den Vergaser ausbauen. Seht ihr hier. Jetzt gehe ich hoch und dann verreinige ich den Vergaser. Und dann zeige ich euch einen kleinen Trick. Habe ich bisher auch immer übersehen, damit ihr das auch wisst. So, der erste Schritt, wenn wir den Vergaser ausgebaut haben, dann nehmen wir hier unten den Deckel von der Schwimmerkammer ab. So, das ist der. Dann entfernen wir hier diese Dichtung, die ist, die legen wir uns zur Seite, das ist ganz wichtig, nicht ins Benzinbad mit reinlegen. So, dann sehen wir hier, ich habe das schon vorher mal gelöst, einmal die Hauptdüse, die haben wir hier. Das ist die Hauptdüse und hier ist die Nebendüse. Da müsst ihr so einen kleinen Schraubenzieher für nehmen. Und dann haben wir hier bei dem Schwimmer so einen kleinen Spind. Den ziehen wir raus, legt das alles schön weg, dass er das wiederfindet. Dann können wir den Schwimmer abnehmen. So, ich habe den Vergaser jetzt einmal umgedreht. Jetzt könnt ihr euch das nochmal angucken. Hier seht ihr ja, da drinnen sitzt diese Düse. Und da gibt es jetzt so einen kleinen Trick, um die zu entfernen. Die geht nämlich hier einfach so raus. Das ist hier also die Kammer, wo der Gasbautenzug reingeht und die Nadel geht dann unten in so einer Düse. Dafür nehmen wir diesen Dorn, setzen den hier drauf, sehen zu, dass der ganz vernünftig hier sitzt. Das merkt er, weil der ja spitz ist, rastet der ja so ein bisschen ein. Dann nehmen wir einen kleinen Hammer und dann geben wir diese ganzen Geschichten mal ein. So, nachdem wir mit dem Hammer und mit dem Dorn da reingeschlagen haben, sollte die Düse sich gelöst haben. Wir drehen den Vergaser um. Sehen dann hier schon, dass sie rausguckt. Dann machen wir mal so. So, seht ihr, die ist rausgefallen, die Düse. Nachdem wir die Düse dann rausgebaut haben, beziehungsweise mit dem Dorn rausgeschlagen, nehmen wir die Düse, nehmen so eine kleine Nadel und stechen durch diese Löcher, damit das richtig frei ist. Dann könnt ihr die ganzen Löcher freistechen. Die sind sehr klein, aber mit so einer Nadel geht das schon. So, wenn ihr das alles sauber gemacht habt, nehmen wir diese Düse und gehen bei und machen die da wieder rein. Seht ihr diese Kerbe hier? Das ist die Richtung, mit der sie da rein muss. Das heißt, so reinstecken hier. So, dann, die muss ja fest sitzen, nehmen wir wieder den Dorn, legen den hier drauf, machen mit dem Hammer so ein bisschen.